Willkommen bei Conipure. Ja, vielleicht kennt ihr das Problem, man hat trainiert und möchte dann sowas richtig Gutes für seine Eiweißversorgung tun und steht dann vor so einem großen Regal vor lauter Eiweißshakes und weiß gar nicht, was man nehmen soll. Ja, da hat man wirklich eine Auswahl. Was soll ich denn jetzt nehmen? Was ist für mein Trainingsziel wichtig? Und genau das bestimmt auch das Produkt, das ich mir dann aussuche. Es gibt Produkte für Muskelaufbau, es gibt Produkte für Massezuwachs, was vorwiegend oft die Männer wollen, aber natürlich auch die Definition und das Shapen für einen Strand, Urlaub oder dergleichen ist ein ganz großes Ziel. Sagen wir, ich möchte shapen, also quasi Bikini-Figur. Das ist das Haupttrainingsziel von den meisten Damen, die sich in ein Studio anmelden. Und darum hat auch diese Serie dann den Namen Woman Protein. Okay, was heißt das? Das bedeutet, das ist ein Mehrkomponenteneiweiß, hat sehr wenige Kohlenhydrate und ist kalorienreduziert und beschränkt sich einfach auf das, was der Muskel nach einem intensiven Training braucht, nämlich Eiweiß und Aminosäuren. Und ist es jetzt eigentlich eher so, dass ich das jetzt Add-on nehme oder eher als Mahlzeitenersatz? Normalerweise nimmt man das als Add-on, also wirklich zur normalen Ernährung dazu, um die Eiweißversorgung zu schaffen, die man schaffen sollte, um den Muskel ideal zu versorgen. Aber es gibt natürlich auch ein Ersatzprodukt und das ist dieser Diet-Shake. Den würde man anstelle der Abendmahlzeit vorwiegend einnehmen. Und das ist natürlich gut, weil ich die richtigen Nährstoffe bekomme, die ich brauche, ohne aber die Kalorienanzahl so stark zu erhöhen, dass ich wieder zunehme. Ich sehe hier auch noch in Kapseln. Das sind Aminosäuren, also Eiweißkomponenten in Kapselform. Hat welchen Vorteil oder was ist da anders? Das liegt eigentlich im Sinne des Konsumenten, ob er lieber Kapsel konsumiert oder lieber mit Geschmack ein Produkt hat. Und manche mögen den Geschmack vielleicht nicht so gern oder sie wollen es schnell unterwegs einfach mit einem Glas Wasser zu sich nehmen können. Und dann sind natürlich diese Kapselformen sehr, sehr gut. Das ist eine sehr schnelle Eiweißversorgung, ohne was essen zu müssen. Also das war jetzt quasi Shaping, ja, Bikini-Figur. Und wenn ich jetzt Leistung steigern möchte, nehmen wir mal an, ich möchte jetzt einen Halbmarathon laufen oder so. Also, da haben wir zum Beispiel diese Aminosäuren. Aminosäuren ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, frei von jeglichen Zusatzstoffen, rein Aminosäuren. Und das bedeutet, Aminosäuren ist bereits aufgespaltenes Eiweiß und kann sofort im Muskel wirken. Viel schneller als jedes andere Eiweißprodukt. Und darum ist es sehr leistungssteigernd. Vor und während des Trainings dient es als Muskelschutz. Und nach dem Training zur Regeneration. Und ich versorge meinen Muskel gleich mit dem, was er braucht. Und deswegen absolut ein Produkt für Leistungssportler, die ihre Leistung steigern wollen und viele intensive Einheiten machen. Aber für meinen Halbmarathon geht das auch. Absolut. Also ich muss nicht ganz, ganz extrem am Weg sein. Nein. Okay. So, High Protein, 4 Komponenten. Wo bin ich jetzt da zu Hause? Das sind vorwiegend unsere Männer, die am Beachbody wollen. Das heißt, ein gewisser Muskelaufbau in einem Rahmen, der nicht allzu groß ist. Also jetzt nicht die Richtung Bodybuilding, sondern wirklich einen schönen, knackigen, definierten athletischen Körper. Ein bisschen mehr als die Damen meistens wollen. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Kohlenhydrate bereits enthalten wie bei dem Woman Protein, das wir vorher schon gehabt haben. Und besteht aus 4 Komponenten. 4 Komponenten bedeutet, es gibt eben kurz-, mittel- und langkettige Eiweißprodukte. Das heißt, sie wirken schnell im Körper, sind aber auch schnell wieder raus. Oder sie wirken eben mittellang, brauchen ein bisschen länger, bis sie aufgespalten sind und eben ganz lang. Und somit ist der Körper über einen sehr langen Zeitraum mit Eiweiß versorgt. Das heißt, für wen ist jetzt dieses Produkt? Das ist absolut gut für Leute, die Muskel aufbauen wollen, einen athletischen Körper formen wollen. Ich sage jetzt mal klassisch für die Männer, Strandfigur für den Mann. Für Bodybuilding zeige ich dir jetzt, da gehen wir eins weiter, da haben wir noch schöne Produkte. Na genau, die brauche ich. Jetzt schaut jetzt hier schon nach einer anderen Nummer aus. So, liebe Conny, das ist jetzt dein Weight Gainer. Das ist zum Muskelmasse aufbauen. Die Bodybuilder, Männer, wie natürlich auch so manche Frau, schwerpunktmäßig mit Sicherheit die Männer. Sehr kohlenhydratreich, viele komplexe Kohlenhydrate, die nicht zu schnell wirken, aber den Körper lange versorgen, um auch wirklich diesen Aufbau zu gewährleisten und auch 5 Komponenten Eiweiße. Und damit ich jetzt nicht daneben greife, gell, weil ich möchte keine Masse, ja. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen dieses Gainer, gell? Das ist so das Schlüsselwort. Wenn ich jetzt Bikini-Figur haben möchte, dann sollte ich da lieber Finger weglassen. Genau so ist es, liebe Conny. Das ist absolut das Schlüsselwort für Masseaufbau. Okay. Du, und dann, man liest auch immer wieder, haben wir ja hier auch das Whey, 100% Whey. Das ist anscheinend was ganz was Besonderes für die Sportler, weil da fragen alle. Genau, Whey ist der englische Begriff für Molkeneiweiß und das ist das schnell verfügbarste Eiweiß. Das heißt,
Dieses Produkt ist ein ausschließliches Whey-Produkt, eben nicht mehr mehrere Komponenten, wie wir sie vorher hatten. Und das heißt, das ist nach dem Training am allerschnellsten im Muskel. Also für sehr leistungsorientierte Kraftsportler oder auch leistungsorientierte Ausdauersportler ist ein Whey die erste Wahl nach dem Training. Lass uns doch mal sprechen über den richtigen Zeitpunkt. Du hast vorher schon so ein bisschen angedeutet, manchmal ist es vorher sinnvoll, manchmal vielleicht währenddessen, manchmal nachher. Wann ist jetzt genau der beste Zeitpunkt? Die Eiweißprodukte, Eiweißshakes wie das Whey, den Weight Gainer oder vorher schon erwähntes Woman Protein oder High Protein, die würde ich nachher nehmen. Aber es gibt natürlich für die Leistungssteigerung schon Produkte, die man vorher oder auch während des Trainings nehmen kann, wie die Aminosäuren oder hier haben wir noch einen Pre-Workout Booster. Das gibt so richtig Energie und Punch für ein hartes, intensives Workout, fördert den Fokus aufs Training, aber auch die Leistungsbereitschaft. Also sprich vorher immer dann, wenn es um Leistung geht. Genau so kann man es sagen. Jetzt haben wir genug gequatscht, jetzt möchte ich was probieren. Super, jetzt probieren wir so ein Woman Protein, würde ich sagen. Okay. Was ist denn deine Lieblingsfrucht? Was magst du denn? Mango. Mango? Mango. Perfekt, dann haben wir genau hier den Geschmack deiner Wahl. Mango, Maracuja, Joghurt. Perfekt, klingt oder? Gut. Genau, sehr gut. Du, mit was macht man das jetzt eigentlich? Ist es jetzt eher Wasser oder Milch, Sojamilch? Also, Mandelmilch reicht nur Hafermilch. Wir haben jetzt mehrere Optionen. Wir können jetzt mit Wasser machen, mit Soja oder mit normaler Milch. Mit Wasser ist am kalorienärmsten und er wird am schnellsten aufgenommen, weil die Fett in der Milch behindert ein bisschen die Aufnahme. Allerdings mit der Milch hält er länger satt. Also jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Dann nehmen wir Wasser. Ja. Wunderbar. Wenn er mit Wasser gut schmeckt, dann... Sehr lecker ist er. Jetzt geben wir da 250 Milliliter Wasser rein. Bis 300 Milliliter, je nachdem, ob man ein bisschen kräftiger mag oder ein bisschen milder. Und geben 2 gut gehäufte Löffel von dem Eiweißpulver dazu. Man sieht, es ist sehr fein filtriert. Das heißt, es vermischt sich auch gleich sehr gut. Ich habe da noch so ein Sieb. Das brauche ich, damit keine Klümpchen entstehen. Und das kann man natürlich wunderbar und schnell auch zu Hause machen. Schraube ich das gut drauf, schüttel es ein paar Mal durch, dass es sich gut vermischt hat. Der Barkeeper mit dem Studio. Ah, jetzt kommt der feine Teil. Dazu brauchen wir Muskeln. Schmeckt uns lecker. Ich bin jetzt wieder um einiges gescheiter und ihr hoffentlich auch. Michi, vielen lieben Dank. Wenn ihr mehr zum Thema Eiweiß wissen wollt, dann würde ich euch dieses Video empfehlen. Und wenn ihr natürlich auch in Zukunft nichts verpassen wollt, wie es bei Conipure weitergeht, dann klickt doch einfach auf Abonnieren. Wir freuen uns jetzt auf die nächste Trainingseinheit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wir legen gleich los mit dem Halbmarathon, würde ich sagen. Okay.